Hallo, herzlich willkommen auf dem Autorenkanal Weise Geschichten. Viel Spaß beim Anschauen. Nachts ging Crispo rasch durch die Straßen der Stadt, in der er seine Kindheit und Jugend verbracht hatte. Sein Herz schlug in seiner Brust wie ein eingesperrter Vogel, seine Schläfen pochten und er sah bunte Flecken vor seinen Augen. Sein Atem war unregelmäßig, aber er bemerkte es kaum. Er wollte einfach nur so weit wie möglich vom Restaurant entfernt sein, weit weg von solch einer Überraschung. Schließlich sollte diese Reise angenehm und einfach sein. Sein Jugendfreund Eusebio hatte Crispo zu seiner Hochzeit eingeladen. Es überraschte ihn, denn er hatte seinen Freund schon lange als überzeugten Junggesellen betrachtet, und jetzt hatte er eine Hochzeit. Crispo war neugierig darauf, die Frau zu treffen, die seinen freiheitsliebenden Freund erobert hatte, und seine Jugend und seine Heimat wieder zu entdecken. Natürlich konnte Crispo eine solche Gelegenheit nicht verpassen, denn es war ein Lichtblick in seinen langweiligen Tagen. Crispo nahm sogar eine unplanmäßige Woche frei, um an diesem Anlass teilzunehmen. Seine alten Freunde hielten ihn für ziemlich erfolgreich. Er lebte und arbeitete in der Hauptstadt und hatte eine Provinzstadt verlassen. Sie wussten jedoch nicht, dass Crispo jahrelang in einer gewöhnlichen Position in einem weniger erfolgreichen Unternehmen gearbeitet hatte und täglich mindestens 4 Stunden pendelte. Sein Zuhause war weit vom Büro entfernt, fast am Stadtrand, in einem wenig angesehenen Viertel. Seine enge Zweizimmerwohnung hätte schon längst renoviert werden müssen, aber Crispo wollte sich nicht auf diese Tortur einlassen. Für ihn war es ausreichend, er lebte alleine, und das Einzige, was er zu Hause tat, war schlafen. Was sollte einem Junggesellen wie ihm schon all dieser Platz nützen, besonders angesichts der Kosten? Crispo konnte es sich nicht leisten, eine beträchtliche Summe für Renovierungen auszugeben. Sein Gehalt war zwar nicht gerade gering, aber es erlaubte auch keine Luxusausgaben. Auch sein persönliches Leben schien zu fehlen, natürlich gab es gelegentliche Affären, aber nichts Ernstes. Die meisten Frauen, die in Crispos Leben traten, suchten natürlich nur nach einer Unterkunft, in der Hoffnung, Miete zu sparen, während sie sich in der Stadt einlebten. Crispo konnte ihre Absichten leicht durchschauen, es war offensichtlich in ihrem Aussehen, ihren Worten und ihren Handlungen. Es war unangenehm, natürlich, aber vielleicht war es mit 35 Jahren an der Zeit zu erkennen, dass reine und helle Liebe nicht existierte. In Beziehungen verfolgte jeder seine eigenen Ziele und Interessen. Es schien ihm in seiner Jugend, dass er eines Tages die perfekte Frau treffen würde, schön, liebevoll, intelligent, aufrichtig und liebevoll wie seine Mutter und Großmutter in Hausarbeiten. Andererseits wäre sie unabhängig, in der Lage, sich zu beschäftigen, wenn ihr Mann mit Freunden unterwegs war, und sie würde ihren Ehemann verehren und seine zuverlässige Unterstützung sein. Mit ihr würde Crispo eine Familie gründen und sie würden glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Nachdem er über diese Träume nachgedacht hatte, staunte Crispo darüber, wie naiv und töricht er gewesen war. Solche Frauen existierten nicht, solche Beziehungen existierten nicht, und nichts im Leben konnte völlig zufriedenstellend sein. Diese Erkenntnis kam nach und nach, und Enttäuschungen lauten an jeder Ecke, in der Arbeit, im persönlichen Leben, im Alltag. Crispo hatte so viele Pläne und Hoffnungen für sein Leben in der Hauptstadt in seiner Jugend. Er dachte, dass das Leben, sobald er seiner Heimatstadt entkommen und sich in der Hauptstadt niedergelassen hatte, in lebendigen Farben aufleuchten würde. Er würde schöne Frauen haben, reichlich Gelegenheiten, lukrative Jobangebote, Nachtclubs, lustige Partys und neue Freunde. In der Realität hatte es sich jedoch anders herausgestellt, eine kleine Zweizimmerwohnung am Stadtrand, eng in einem alten Gebäude und fernab von der Zivilisation. Aber selbst mit diesen bescheidenen Unterkünften hatte Crispo seine Schulden noch nicht beglichen. Seine Familie hatte mit der anfänglichen Anzahlung geholfen und es handelte sich um einen erheblichen Betrag. Mit dieser Summe hätte Crispo eine geräumige Wohnung in seiner Heimatstadt kaufen und luxuriöse Renovierungen durchführen können. Aber in der Hauptstadt war es nur ein kleiner Teil der Kosten für eine heruntergekommene Wohnung im obersten Stockwerk eines 5-stöckigen Gebäudes. Trotzdem verzweifelte Crispo nicht. Zu der Zeit hatte er viele Pläne und Hoffnungen und fühlte sich glücklich darüber, endlich frei zu sein. Er hatte seine Mutter, Großmutter, Großvater, Freunde und Helia in seiner Heimatstadt zurückgelassen. Seine Beziehung zu Helia hatte sich sehr ernsthaft entwickelt, und das hatte Crispo erschreckt.
Sie war ein gutes, attraktives, bescheidenes und fürsorgliches Mädchen, aber die Intensität ihrer Gefühle überwältigte ihn. Außerdem, wie viele Helias wie sie würde er in der Zukunft treffen. Es war nicht praktisch, sie mit in die Hauptstadt zu nehmen. Crispo fand schnell einen Job, es gab tatsächlich viele Angebote, aber sie waren nicht so verlockend, wie er es sich in seiner Heimat vorgestellt hatte. Trotzdem war Crispo nicht entmutigt, er brauchte Geld, um zu leben und die Hypothek abzubezahlen. Außerdem musste er etwas Erfahrung sammeln. Er dachte, alles liege noch vor ihm, aber mehr als 10 Jahre vergingen und nichts änderte sich signifikant. Crispo arbeitete immer noch in schlecht bezahlten Positionen. Um die Karriereleiter zu erklimmen, brauchte man Kontakte, außergewöhnliche Intelligenz, einen unglaublichen Arbeitsethos, Liebe zur Arbeit und Leidenschaft für die Arbeit. Crispo hatte nichts davon, er erfüllte seine Bürozeiten wie eine Pflicht und erhielt sein Gehalt am Monatsende, von dem er den größten Teil für obligatorische Zahlungen, Miete, Kredite und die Hypothek ausgab. Mit dem Rest musste er bis zum nächsten Gehalt auskommen. Crispo hatte immer schöne Frauen angezogen, die wie Sterne strahlten, lange schlanke Beine, strahlende, große Augen, selbstbewusst, witzig und ehrgeizig waren. In der Hauptstadt gab es sicherlich viele solcher Frauen, aber Crispo fühlte sich überhaupt nicht von ihnen angezogen. Was konnte ein langweiliger Büroangestellter, der von Gehaltscheck zu Gehaltscheck lebte, solchen Frauen bieten? In seiner Heimatstadt war Crispo ein begehrter Junggeselle gewesen, und das aus gutem Grund. Er war der Enkel des Chefarztes im örtlichen Krankenhaus und Student an einer angesehenen Universität. In diesen Tagen fühlte er sich wie der Beste der Besten, mit vielen Freunden und bewundernden Mädchen. Aber Crispo träumte immer von mehr, er sehnte sich nach einem Leben in der Hauptstadt und glaubte, dass er ein besseres, lebendigeres Dasein verdiente als das, was er in seiner Heimatstadt hatte. Crispo sprach oft abfällig über das Provinzleben und nannte seine Heimatstadt ein Dorf und ein Sumpf und betonte, dass er niemals dort bleiben würde. Er blieb nicht, aber was hatte er erreicht? Die Rückkehr nach Hause kam nicht in Frage. Zunächst einmal hatte Crispo im Laufe der Jahre Schulden in der Hauptstadt angehäuft. Er müsste sie lange zurückzahlen und die Gehälter in der Hauptstadt waren beträchtlich höher als das, was er in seiner Heimatstadt verdienen könnte. Crispo verstand, dass er, wenn er nach Hause zurückkehrte, nie aus dem finanziellen Loch herauskommen würde, das er sich gegraben hatte, und es gab jetzt niemanden mehr, der ihm helfen könnte. In der Vergangenheit war sein Großvater eine angesehene und bekannte Persönlichkeit in der Stadt als Chefarzt des örtlichen Krankenhauses gewesen. Aber jetzt war er im Ruhestand, krank, alt und schwach. Sein Großvater benötigte Selbstpflege und Aufmerksamkeit. Zweitens, wie konnte er überhaupt zurückkehren, nachdem er seinen Freunden versichert hatte, dass das Landleben nichts für ihn sei, nach seinen verächtlichen Worten über seine Heimatstadt und nach, um ehrlich zu sein, seinem Prahlen bei Bekannten? Crispo konnte sich nicht vorstellen, sein Scheitern und seine Unfähigkeit vor der gesamten Stadt zuzugeben, seine eigene Bedeutungslosigkeit anzuerkennen. Außerdem galt Crispo in den Augen seiner alten Freunde und Verwandten als ziemlich erfolgreich und vollendet. Er lebte in der Hauptstadt in seiner eigenen Wohnung und arbeitete als Ökonom. Er pflegte das Bild einer Person, die mit ihrem Leben zufrieden war. Er postete sogar Fotos in sozialen Medien, die seiner Meinung nach den Status eines Wohlhabenden aufrechterhielten. Das war natürlich amüsant, aber manchmal veranstaltete der Eigentümer des Unternehmens, für das Crispo arbeitete, Firmenveranstaltungen und nach solchen Anlässen erschienen Fotos aus luxuriösen Restaurants auf Crispos Profil. Einmal kam ein Kollege von Crispo mit einem teuren ausländischen Auto zur Arbeit, das er nur gemietet hatte, um anzugeben. Crispo machte ein Selfie hinter dem Steuer dieses Autos und postete das Foto noch am selben Abend auf seinem Profil. Er lachte über sich selbst, Crispo schuf den Anschein eines Lebens, das er tatsächlich nie gelebt hatte, auf seiner Social-Media-Seite und erhielt viele Likes und Kommentare von Bekannten in seiner Heimatstadt. Sie waren überzeugt, dass alles für Crispo geklappt hatte und dass die ehrgeizigen Pläne seiner Jugend verwirklicht worden waren, und Crispo hatte damit kein Problem. Er wollte zumindest als erfolgreich und glücklich in den Köpfen seiner Freunde und Verwandten wahrgenommen werden. Crispo wuchs ohne Vater auf. Seine Mutter hatte ihn, wie man so sagt, für sich selbst,
oder um es einfacher und ehrlicher auszudrücken, sie wurde schwanger. Crispo war das Ergebnis einer gewöhnlichen Urlaubsromanze zwischen einer älteren College-Studentin und einem jungen Mann, der behauptete, ein kleiner Geschäftsinhaber zu sein. Crispo wusste nicht, wer sein Vater war, und er glaubte, dass er es nie herausfinden würde. Dieser Mann war sich völlig unbewusst, dass er einen Sohn hatte, und er hatte die Affäre, die vor so vielen Jahren stattgefunden hatte, wahrscheinlich längst vergessen oder war vielleicht nicht einmal mehr am Leben. Wer weiß? Crispos Mutter wusste auch nicht viel über ihren Urlaubsliebhaber. Sie hatte nicht vor, eine ernsthafte Beziehung mit ihm zu haben, daher kümmerte sie sich nicht um Einzelheiten seines Lebens, seiner Adresse oder seines Reisepasses. Sie wollte einfach nur Spaß haben, fern von ihren strengen und kontrollierenden Eltern, und am Ende kam alles ganz anders heraus. Crispo war ein ungeplanter, aber geliebter Sohn. Seine Großeltern bestanden darauf, dass ihre Tochter die Schwangerschaft durchführte, obwohl sie zunächst eine Abtreibung in Betracht gezogen hatte. Crispo vermutete, dass es sein Großvater war, der sein Leben gerettet hatte. Sein Großvater war ein autoritärer, zuverlässiger und prinzipientreuer Mann, und es war sehr schwer, mit ihm zu streiten. Vielleicht war es schwer für ihn, die Tatsache zu akzeptieren, dass seine Tochter außerhalb der Ehe schwanger geworden war, aber sein Großvater schaffte es, seine eigenen Gefühle zu überwinden und eine so wichtige Entscheidung für die Familie zu treffen. Die Belohnung für seinen Großvater war ein Enkelsohn, er hatte immer davon geträumt, einen Sohn zu haben, aber am Ende zog er zwei Töchter groß. Die ältere von ihnen schenkte ihm zwei wundervolle Enkelinnen, und die jüngere brachte ihm die angenehmste und lang ersehnte Überraschung, sie bekam endlich einen Jungen. Crispos Kindheit war hell und glücklich, umgeben von liebevollen Verwandten. Seine Mutter, obwohl sie aufgrund ihrer Arbeit und ihrer Versuche, ihr persönliches Leben aufzubauen, nicht viel Aufmerksamkeit auf ihren Sohn richtete, ließ ihn sich geliebt fühlen. Sie schenkte ihm oft Spielzeug, nahm ihn mit in Vergnügungsparks oder ins Kino. Sie war eine festliche Person, fröhlich, energiegeladen und voller Ideen und Pläne. Seine Mutter erfüllte ihn mit Optimismus und Liebe zum Leben, und was seine Großeltern betrifft, sie vergötterten ihn bedingungslos. Crispo erkannte später, dass seine Großmutter tiefes Mitgefühl für ihn hatte. Immerhin wuchs er ohne Vater auf, und seine Mutter schenkte ihm nicht viel Aufmerksamkeit. Sie hatten einige warme Momente, bevor sie wieder verschwand. Deshalb versuchte seine Großmutter, den Mangel an elterlicher Zuneigung durch das Zubereiten köstlicher Gerichte, das Vorlesen von Gute-Nacht-Geschichten und stundenlanges Spielen mit ihm auf den Spielplätzen der Stadt auszugleichen. Seine Großmutter war für ihn wie Wärme, bedingungslose Liebe und vollständige Akzeptanz. Was auch immer Crispo tat, sie war immer auf seiner Seite, selbst wenn ihr geliebter Enkel irgendwie im Unrecht war. Wenn Crispo in einen Kampf geriet, betrachtete seine Großmutter bedingungslos die andere Seite als Rowdy, der es gewagt hatte, einem guten Jungen weh zu tun. Wenn er eine schlechte Not bekam, übernahm seine Großmutter die Vorurteile des Lehrers. Auch Crispo liebte seine Großmutter, es war schön zu wissen, dass es jemanden auf der Welt gab, für den Mann ein Sonnenstrahl, der Beste, der Schönste und der Klügste war. Mit seinem Großvater hatte Crispo eine andere Beziehung. Sein Großvater ermutigte Fehlverhalten nicht besonders, er konnte seinen Enkel tadeln oder ihm sogar eine leichte Ohrfeige mit Zustimmung seiner Frau geben. Sein Großvater setzte Grenzen und paradoxerweise schuf dies ein Gefühl der Sicherheit für Crispo. Sein Großvater war so fest wie ein Fels und seine Worte hatten Gewicht. Er führte oft Herz-zu-Herz-Gespräche mit Crispo über verschiedene Themen, Freundschaft, Liebe, Bildung und Lebenspläne. Diese Gespräche begannen, als Crispo noch sehr jung war und der Junge schätzte diese Momente. Außerdem nahm sein Großvater seinen Enkel oft mit zur Arbeit, wo der Junge sah, wie viel Respekt andere Menschen seinem Großvater entgegenbrachten, und er fühlte sich stolz auf seinen Verwandten. Crispo verstand, dass sein Großvater eine sehr wichtige Aufgabe hatte und sie gut erfüllte. Sein Großvater nahm Crispo mit zum Angeln und in den Wald, und manchmal verbrachten sie ganze Tage in der Garage, wo sie das alte Familienauto auseinandernahmen. Crispo vermutete, dass sein Großvater ein neueres Auto hätte kaufen können, aber offensichtlich war ihm dieses treue alte Auto mehr wert. Der ältere Verwandte tat sein Bestes, um Crispos Mangel an väterlicher Aufmerksamkeit auszugleichen, und er hatte brillanten Erfolg.
Crispo verehrte seinen Großvater und träumte in seiner Kindheit davon, genauso zu werden wie er. Als Crispo etwa 6 Jahre alt war, sah er eine Vorstellung einer berühmten Rockband im Fernsehen und das Spektakel fesselte ihn so sehr, dass er nicht einmal hörte, wie seine Großmutter ihn zum Abendessen rief. Von da an trennte sich Crispo nie von einer Plastikschaufel, die er wie eine Gitarre hielt und sang und tanzte, genau wie die Jungs im Fernsehen. Die Erwachsenen lachten und klatschten in die Hände, sie waren sicher, dass Crispo es überwachsen würde, aber er tat es nicht. Zuerst hörte der Junge nur Rockkompositionen, dann fing er an, mitzusingen. Seine Großmutter war die Erste, die bemerkte, dass ihr Enkel ein Gefühl für Tonlage und eine gute Stimme hatte, also schrieb sie ihn in eine Musikschule ein. Crispo war dort enttäuscht. Er hatte sich die Dinge ganz anders vorgestellt und dachte, die Schule hätte eine Bühne und Männer in Jeans mit Gitarren. Aber er musste Stunden am Klavier verbringen. Es war unerträglich und Crispo begann die Schule nach nur 2 oder 3 Stunden zu hassen. Seine Großmutter jedoch, immer sanft und nachgiebig, zeigte plötzlich Entschlossenheit. Sie dachte, ihr Enkel würde Musiker werden, weil sein Lehrer ihr versicherte, dass Crispo Talent und ein angeborenes Rhythmusgefühl hatte, aber die Faulheit ruinierte es. Seine Großmutter wollte Crispos Talent nicht vergeuden, also ließ sie ihn 3 Jahre lang die Musikschule besuchen und dann, mit der Unterstützung seines Großvaters, verließ er endlich die triste Institution. Seine Großmutter bereute seine Entscheidung lange Zeit, sie hatte ihn auf Plakaten als großen Pianisten gesehen. Aber Crispo hatte völlig andere Träume, wenn es um die Bühne ging. Sein Großvater, der alles sah und verstand, schenkte seinem Enkel zu Neujahr eine Gitarre, eine echte, schöne Gitarre. Crispo lernte allmählich Melodien zu spielen, manchmal indem er seinen Lieblingskünstlern zusah, manchmal indem er Dinge selbst herausfand, aber auch fleißig mit Hilfe von Lehrbüchern übte. Der Junge war glücklich, er genoss diese Form der Ausbildung, es gab keine Anleitung durch Lehrer, keine unnötigen Lektionen wie Musiktheorie oder Musikliteratur, keine Verpflichtungen oder Prüfungen. Jetzt verbrachte der Junge Stunden in seinem Zimmer, um Kompositionen auszuwählen, und es funktionierte gut. Vielleicht war sein Vater musikalisch, sagte seine Großmutter manchmal. In unserer Familie scheint es, als hätten wir alle das musikalische Talent verpasst, aber Crispo hat es ganz eindeutig. Crispo stellte sich gerne vor, dass sein Vater einer dieser Rockmusiker war, die in ausverkauften Stadien spielten. Er suchte sogar nach Ähnlichkeiten zwischen sich und den populären Rockstars der Zeit und schaffte es irgendwie, einige zu finden. In der Schule glänzte Crispo nicht, er erhielt aber auch keine schlechten Noten. Seine Mutter und seine Großmutter hatten zunächst davon geträumt, dass Crispo in die Fußstapfen seines Großvaters treten und Arzt werden würde, aber als er die Mittelschule erreichte, war klar, dass der Junge nicht die notwendigen Neigungen und Fähigkeiten hatte. Sein Großvater dagegen machte sich überhaupt keine Sorgen. Er glaubte, dass jeder seinen eigenen Weg habe und es die Aufgabe der erwachsenen Verwandten sei, dem Kind bei der Entdeckung seiner Zukunft und seiner Talente zu helfen, die sich schließlich in einen Beruf verwandeln könnten. Niemand nahm Crispos Gitarrenspiel ernst, also wurde eines Tages während einer Familienratssitzung beschlossen, dass Crispo Student an einer Wirtschaftsuniversität werden sollte. Warum nicht? Es galt als vielversprechender und lukrativer Beruf, genau das Richtige für einen jungen Mann. Crispo widersprach nicht, hauptsächlich weil er keine Ambitionen oder Pläne für die Zukunft hatte. Er hatte sich dazu entschieden, Wirtschaftswissenschaftler zu werden, und es hörte sich nicht so schlecht an. Das Studium an der Universität war besser als der Eintritt in die Armee, und insgesamt dachte Crispo, dass das Leben der Studenten ein endloses Fest sei, Partys, neue Freunde und Bekanntschaften. Er konnte es kaum erwarten, dass es losging. Crispo mochte das Universitätsleben sofort. Es schien, als gäbe es plötzlich weniger Kontrolle, als ob seine Verwandten angefangen hätten, den einzigen Enkel und Sohn als Erwachsenen zu betrachten. Sein Großvater fing sogar an, ihm mehr Taschengeld zu geben, es war wunderbar. Alles war genauso, wie Crispo es sich vorgestellt hatte. Partys, Treffen in gemieteten Wohnungen von Mitstudenten und Besuche in Nachtclubs. Endlich geschah es. An diesem Punkt kam Crispos Fähigkeit, Gitarre zu spielen, sehr gelegen. Es war großartig, in jemandes Küche zu sitzen und fröhliche oder sogar freche Lieder zu singen.
Crispo, der Gitarrist, war immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und er war ziemlich stolz auf sich selbst. Mit seinem guten Aussehen und seiner fröhlichen Persönlichkeit aus gutem Hause zog er natürlich viele Mädchen an. In der Schule war Crispo nicht besonders beliebt gewesen, aber an der Universität wurde er plötzlich ein begehrter Junggeselle. Natürlich nutzte er das voll aus, begann romantische Beziehungen, genoss seine Jugend und übte seine Freiheit aus. Eines Tages, während sie nachts durch die Stadt wanderten, landete eine Gruppe von Freunden unter der Führung von Crispo in einer Rockbar. Crispo hatte keine Ahnung, dass ein solcher Ort in der Stadt existierte. Die Bar befand sich im Keller eines der Gebäude im Stadtzentrum, ein unauffälliges Schild mit minimaler Werbung. Drinnen entpuppte es sich jedoch als wahre Schatzkammer, mehrere nicht sehr geräumige, aber gemütliche Räume mit weichen, bequemen Stühlen und Fotos von Rockmusikern an den Wänden, eine lange Bar mit hohen Hockern und eine Bühne mit einem Mikrofon im größten der Räume. Lokale Musiker, Bands und Solisten traten hier jeden Abend auf und spielten sowohl bekannte Songs als auch eigene Kompositionen. Hier herrschte eine besondere Atmosphäre. Die Stammgäste der Bar schienen sich schon lange zu kennen und bildeten eine geschlossene und harmonische Gruppe. Crispo wollte sofort ein Teil davon werden, das war der Traum, den er leben wollte. Seitdem besuchte Crispo diese Bar regelmäßig. Er beobachtete die Auftritte der Musiker mit angehaltenem Atem und applaudierte ihnen so kräftig, dass ihm die Handflächen brannten. Crispo sang mit den Solisten mit und tanzte manchmal sogar, je nach seiner Stimmung. Nach und nach wurde Crispo Teil der Gemeinschaft der Bar. Er lernte die Musiker kennen und manchmal ließen sie ihn sogar zwischen den Sets auf die Bühne. Crispo spielte für die Gäste der Bar und spürte die gegenseitige Energie, die vom Publikum kam. Es war großartig. Crispo versuchte, sich einigen der Musikgruppen anzuschließen, da das Spielen von Konzerten mit einer Rockband sein Traum seit seiner Kindheit gewesen war. Aber es kamen keine Angebote zur Zusammenarbeit auf ihn zu. Und als Crispo versuchte, seine Dienste anzubieten, wurde er höflich und taktvoll abgelehnt, ohne jemanden zu beleidigen. Crispo fehlte etwas, um seinen Traum zu erfüllen, vielleicht Charisma, vielleicht Talent oder vielleicht beides. Er musste es akzeptieren, aber die Rockmusiker blieben seine Idole und Halbgötter. Er genoss es, sich in dieser Umgebung zu sozialisieren, ihren Gesprächen zuzuhören und ihnen bei ihren Auftritten zu helfen. In dieser Rockbar traf Crispo Helia. Er erinnerte sich immer noch an diesen Abend, es war Ende Mai, während der Pause zwischen den Universitätsprüfungen. Crispo hatte wie immer kaum geschafft, sich aus den Schwierigkeiten zu befreien, die er sich selbst bereitet hatte. Während des Semesters hatte er sein Studium vernachlässigt und am Vorabend der Prüfungen wurde ihm plötzlich klar, dass er mit dem Büffeln beginnen musste. Einige Fächer erforderten intensives Lernen, für andere musste er bezahlen. Einige Prüfungen erforderten sogar, Überstunden abzuleisten. An diesem Tag verbrachte Crispo den ganzen Tag damit. Seine Beine und sein Rücken schmerzten von der ungewohnten körperlichen Anstrengung, aber jetzt hatte er die notwendige und wichtige Unterschrift des Professors auf seinem Prüfungsprotokoll. Crispo beschloss, nach einem anstrengenden Tag seine Lieblingsrockbar zu besuchen. Er ging alleine, da alle seine Freunde beschäftigt waren, einige hatten sich mit ihren Freundinnen verabredet, es war schließlich Freitag und andere bereiteten sich fleißig auf ihre nächsten Prüfungen vor. Aber Crispo machte sich keine Sorgen, denn er kannte viele Leute in der Rockbar, also würde ihm nicht langweilig werden. Und tatsächlich, sobald Crispo eintrat, begrüßte ihn Bajo, ein Stammgast der Bar. Bajo und seine Freunde saßen im sandigen Saal an einem Ecktisch. Crispo schloss sich ihnen fröhlich an und sie machten Witze, sprachen über das Leben und neckten sich freundschaftlich. Der Abend verlief wie gewohnt, bis Helia den Saal betrat. Sie war ein kleines, zierliches Mädchen, das in der Uniform einer Kellnerin gekleidet war, schwarze Shorts, ein schwarzes T-Shirt, eine lange graue Schürze und ein Namensschild auf ihrer Brust. Ihre langen kastanienbraunen Haare waren zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden und ihr Gesicht war kaum geschminkt, es war für sie unnötig. Die Natur hatte ihr Gesicht bereits mit lebendigen Farben gemalt, schwarze Augenbrauen, die nach außen ragten, lange schwarze Wimpern, pfirsichfarbene Haut und riesige Augen von unrealistisch hellem Türkis. Diese ungewöhnliche Farbkombination fiel Crispo auf. Sie ist eine neue Kellnerin, sie hat erst gestern angefangen zu arbeiten.
Bacho folgte dem Blick seines Freundes und verstand alles. Sie ist süß, da stimme ich zu, aber mir hat Alba besser gefallen. Es ist schade, dass sie aufgehört hat. Crispo nickte gedankenverloren, während Bacho sprach, aber seine ganze Aufmerksamkeit galt der neuen Kellnerin. Er konnte nicht einmal verstehen, was ihn zu ihr hinzog. Klar, sie war hübsch, aber er hatte hübschere Mädchen an der Universität gesehen. Sie war fast zu dünn. Wie Eusebio sagen würde, nichts, woran man sich festhalten kann. Aber Crispo konnte seine Augen nicht von ihr lassen. Dann wurde ihm klar, es war ihr Lächeln, das ihn faszinierte, strahlend und gleichzeitig irgendwie bescheiden und sehr warm, als ob es das Gesicht des Mädchens beleuchtete und sie noch attraktiver machte. Crispo wollte dieses Lächeln die ganze Zeit sehen, und was noch wichtiger war, er träumte davon, derjenige zu sein, der sie zum Lächeln bringen konnte. Es war ein seltsames Gefühl, so hatte er sich noch nie zuvor gefühlt. An diesem Abend wagte Crispo nicht, mit dem Mädchen zu sprechen, was ihm in letzter Zeit noch nie passiert war. In der Schule wurde er schüchtern, wenn er in der Nähe von Mädchen war, da er nicht wusste, wie er mit ihnen kommunizieren sollte und sogar leicht Angst vor ihnen hatte. Aber jetzt mit etwas Erfahrung fand er sich immer noch verlegen und wurde ruhig in Anwesenheit der neuen Kellnerin. Natürlich sammelte Crispo nach einer Weile den Mut, mit Helia zu sprechen. An diesem Abend kam er absichtlich an die Bar, um mit ihr zu sprechen. Er kam alleine, ohne seine Freunde, denn er brauchte sie in diesem Moment nicht. Helia sah müde oder aus irgendeinem Grund traurig aus und dann äußerte sich ein Gast, kein Stammgast, sondern ein zufälliger Kunde, unzufrieden über ihren Service. Sie hatte dem Kunden das falsche Bier gebracht, was zu einem lauten Aufstand führte. Der Kunde verlangte sein Bier und weigerte sich, etwas anderes anzunehmen. Helia sah verlegen aus und sie müsste das Getränk zurückbringen und ihren Fehler dem Manager eingestehen. Keine angenehme Situation. »Fräulein, stellen Sie dieses Bier auf meine Rechnung«, sagte Crispo. »Und bringen Sie bitte diesem jungen Mann, was er bestellt hat.« Helia brach in ein dankbares Lächeln aus, das Crispos Herz erwärmte. Es bereitete ihm Freude, dem Mädchen zu helfen und sie auf irgendeine Weise zu unterstützen. An diesem Abend tauschten Crispo und Helia Witze und Lächeln aus. Etwas Besonderes hatte sich zwischen ihnen entwickelt, Crispo konnte es spüren und es schien, dass Helia ebenfalls von ihm angezogen wurde und das war einfach wunderbar. Sie hatten während ihrer Schicht keine Gelegenheit zum Reden, da es eine geschäftige Nacht mit vielen Gästen war. Aber Crispo wartete geduldig, bis ihre Schicht zu Ende war und bot an, sie nach Hause zu begleiten. Es stellte sich heraus, dass sie eine Wohnung nur 2 Bezirke vom Bar entfernt gemietet hatte und das junge Paar spazierte Hand in Hand durch die erwachenden Straßen der Stadt. Sie fühlten sich glücklich und zufrieden. Zuerst gingen sie schweigend, aber es war nicht unangenehm oder peinlich. Stattdessen war es entspannt und friedlich. Weder Helia noch Crispo fühlten sich peinlich berührt. Dann begannen sie plötzlich beide zu reden. Sie begannen damit, die Ereignisse des Abends und die Leistung der örtlichen Rockband zu diskutieren, die aus ehemaligen Schülern bestand. Helia und Crispo waren sich einig, dass die Jungs eine glänzende Zukunft vor sich hatten, wenn sie in demselben Geist weitermachten. Schließlich fasste Crispo den Mut zu einem offeneren Gespräch. »Und du, hast du jemanden?« »Nein, ich bin Single«, antwortete Helia schnell. »Und du?« Crispo konnte diese Frage nicht endgültig beantworten, er war immer mit jemandem zusammen gewesen und im Moment traf er sich locker mit Katharina, einem Mädchen aus einer anderen Klasse. Sie waren ein paar Mal ausgegangen, aber für Helia würde er leicht alle seine anderen Beziehungen aufgeben. Dieses Mädchen zog ihn immer mehr an. Crispo bat sie, ihm mehr über sich selbst zu erzählen, er wollte mehr über diese geheimnisvolle Schönheit erfahren, die einen so starken Eindruck auf ihn hinterlassen hatte. Crispo erlebte Gefühle, die er zuvor noch nie erlebt hatte, die ihn gleichermaßen erfreuten und verwirrten. Helia sprach einfach und aufrichtig über ihr Leben und Crispo hörte aufmerksam zu, hing an jedem Wort. Er mochte alles an ihr, von ihrer Art zu sprechen bis zu ihrer sanften und ruhigen Art und ihren Gesichtsausdrücken, er war von allem fasziniert. Es gab nichts, was er an diesem Mädchen nicht mochte, absolut nichts. Crispo wollte sich nicht von ihr trennen, er hoffte, dass der Weg zu ihrem Zuhause sehr lange dauern würde.
Er erfuhr, dass Helia in einem Dorf geboren und aufgewachsen war und ihr Familienhaus war fast 100 Kilometer entfernt. Es war ein gemütlicher und ruhiger Ort, aber nicht geeignet für junge Leute. Wie die meisten ihrer Freunde begann Helia nach dem Abschluss der Highschool, nach Glück in der nächstgelegenen Stadt zu suchen. Sie schrieb sich in ein Lehrerseminar ein, nicht aus persönlicher Berufung, sondern einfach, weil sie etwas wählen musste. Sie schloss ihre Ausbildung ab, erhielt ihren Abschluss, konnte aber nicht in ihrem Beruf arbeiten. Sie hörte nach ein paar Monaten als Lehrerin auf. Mir wurde klar, dass das Lehren nichts für mich ist, teilte Helia ihre Erinnerungen. Ich konnte diesen kleinen Kindern nicht beibringen, wie man Matheaufgaben löst oder Aufsätze schreibt. Ich kann das alles selbst perfekt machen, aber ich konnte die Kinder nicht unterrichten und sie begeistern. Es ist eine Sache, im College zu studieren, eine ganz andere, es in der Praxis anzuwenden. Es ist wie Tag und Nacht. Helia wollte diese Verantwortung nicht übernehmen. Sie hatte Angst, die Kinder zu verschrecken und ihren Lernwillen zu löschen. Also hörte sie auf und arbeitete eine Weile in einem privaten Bildungszentrum, wo sie eine junge und attraktive Frau mit pädagogischem Hintergrund suchten. Es war nichts wie Schule, hier gab es weniger Druck und Helia konnte mit Unterrichtsmethoden experimentieren. Aber schließlich ging das Zentrum bankrott und schloss und Helia stand arbeitslos da. Dann habe ich zufällig eine Anzeige für eine Kellnerstelle in der Bar gesehen und mich beworben, fuhr Helia fort. Ich bin so froh, dass dein Zentrum geschlossen wurde, gab Crispo zu. Denn wenn es nicht geschlossen worden wäre, hätten wir uns nie getroffen. Crispo und Helia begannen zu daten. Die ruhige, bescheidene Helia mit ihrem strahlenden Lächeln und sanften Wesen hatte das Herz des jungen Mannes völlig erobert. Und sie liebte ihn mit ganzem Herzen und Seele, tat alles, um Crispo glücklich in ihrer Gesellschaft zu machen, manchmal opferte sie sogar ihre eigenen Wünsche und Freizeit. Crispo zog schnell in Helias gemietete Wohnung ein und sie begannen zusammen zu leben. Crispos Familie war nicht sehr erfreut darüber, aber sie konnten nichts dagegen tun. Crispo war bereits ein erwachsener Mann und tat, was er wollte. Crispo setzte sein Studium an der Universität fort, während Helia weiterhin als Kellnerin arbeitete. Ihr gemeinsames Einkommen, sozusagen Helias Gehalt und Crispos Stipendium, zusammen mit finanzieller Unterstützung ihrer jeweiligen Familien, ermöglichte es ihnen, über die Runden zu kommen. Crispo fühlte sich erfüllt von Helias Fürsorge und Liebe und glaubte, dass dieses Mädchen ihn trotz all seiner Fehler akzeptierte. Tatsächlich liebte sie diese Fehler und sah sie als Stärken an, was paradox, aber herzerwärmend war. Crispo genoss Helias Zuneigung und Aufmerksamkeit und fühlte sich, als wäre er der Mittelpunkt ihrer Welt. Es war unglaublich angenehm. Aber dann konnte Crispo nicht verstehen, warum, aber die Dinge begannen sich langsam und allmählich zu ändern. Zu Beginn wärmte Helias Fürsorge sein Herz nicht mehr. Crispo hatte sich an ihre Bewunderung und Aufmerksamkeit gewöhnt. Sie bereitete sein Lieblingsfrühstück zu und bereitete spezielle Abendessen für ihn zu, und irgendwie wurde es zur Norm. Helias Bewunderung und Interesse entfachten in ihm nicht mehr dieselben Gefühle. Anfangs hatte Helia für Crispo als ein Rätsel erschienen, ein schönes, ruhiges und bescheidenes Mädchen mit ausdrucksstarken Augen, eine fesselnde Kombination. Im Laufe der Zeit jedoch entdeckte Crispo, dass an Helia nichts besonders Einzigartiges war, sie war nur ein gewöhnliches Mädchen und vielleicht ein wenig langweilig. Crispo hatte sich schon immer von unkonventionellen Persönlichkeiten angezogen gefühlt und fürchtete Mittelmäßigkeit und Monotonie. Mit der Zeit konnte auch Crispo selbst nicht verstehen, warum, aber alles begann sich langsam und subtil zu ändern. Crispo hatte sogar sein Idol Antonio Re, der 10 Jahre älter war als er. Übrigens hatte Antonio dieselbe Schule wie Crispo absolviert. Er folgte jedoch nicht dem Weg der meisten durchschnittlichen Studenten, die damals zur Universität gingen. Stattdessen gründete er seine eigene Band und zog in die Hauptstadt, wo Antonio eine steile Karriere hatte. Obwohl er kein Spitzenstar wurde, erlangte er beträchtliche Berühmtheit. Die Lieder seiner Rockband liefen im Radio, die Musiker gaben Konzerte im ganzen Land und sie hatten sogar ihre eigene Fangemeinde. Antonio besaß einen scharfen Verstand und unglaubliches Charisma, und Crispo kannte ihn persönlich. Antonio besuchte oft seine Heimatstadt, weil seine Eltern dort immer noch lebten.
Jedes Mal, wenn er zurückkam, besuchte er die Rockbar, in der er ein geschätzter Gast war, traf sich mit alten Freunden und hörte den örtlichen Musikern zu. Antonio war in der Stadt bekannt und beliebt, und Crispo sah sich selbst als Fan. Er bewunderte alles an Antonio, sein warmes Lächeln, seine Art, mit Menschen umzugehen, seinen entschlossenen Blick und Antonios fesselnde Augen, traurig und nachdenklich. Es schien, als könnte er mit diesen Augen direkt durch jeden hindurchsehen. Crispo wollte wie Antonio sein, er versuchte sogar, ihn nachzuahmen, aber merkte schnell, dass er es nicht konnte. Antonio war einzigartig, er war ein Star, ein Sänger und ein Anführer. An diesem Abend hatte Helia Dienst und Crispo ging auch in die Bar, um sich mit seinen Freunden zu treffen und einer neuen Rockband zuzuhören, die vielversprechende Kritiken erhalten hatte. Im Laufe des Abends, näher an Mitternacht, verspürte Crispo plötzlich ein Gefühl der Aufregung. Als er sich umdrehte, sah er Antonio. Antonio ging mit einigen Freunden höflich grüßend auf seinen Lieblingstisch zu. Crispo war begeistert, er wusste, dass dies ein aufregender Abend werden würde. Antonio war eine Party für sich und Crispo war sicher, später mit ihm zu sprechen, wenn sich die richtige Gelegenheit ergab. Tief im Inneren hegte Crispo immer noch die Hoffnung, dass Antonio ihm vielleicht helfen könnte, ihn vielleicht auf die Bühne bringen oder bei jemandem ein gutes Wort für ihn einlegen würde. Schließlich war Antonio einflussreich, mit zahlreichen Verbindungen und Bekanntschaften. Vielleicht würde Antonio sogar in Betracht ziehen, ihn in seine Band aufzunehmen, nicht als festes Mitglied, sondern als Ersatz. Antonio lebte das Leben, von dem Crispo immer geträumt hatte: Touren, Auftritte, Proben, Geselligkeit mit interessanten Menschen und schönen Frauen und vor allem auf der Bühne zu stehen. Antonio füllte Stadien, hatte singende Menschenmengen und wurde von Tausenden von Augen verehrt, welch ein Glück! Crispo hatte erkannt, dass es für ihn keine Rockmusikerkarriere geben würde, als er sein letztes Jahr an der Universität erreichte. Und vielleicht war es zu spät, um in seinem Alter anzufangen. Aber jedes Mal, wenn er Antonio sah, konnte Crispo nicht anders, als an seinen Traum zu denken. Eine Spur Hoffnung würde in ihm erwachen. Helia bediente Antonios Tisch, lächelte ihn an, wie sie es bei allen Kunden tat, und tauschte gelegentlich einige Worte mit ihm aus. Crispo konnte nicht hören, was sie sagten, aber an Helias Ausdruck schien es angenehm zu sein. Zu seiner Überraschung wurde Crispo plötzlich klar, dass es ihm nicht gefiel, seine Freundin so unbeschwert mit Antonio plaudern zu sehen. Es war keine Eifersucht, nein. Crispo verstand, dass Antonio von schönen Frauen verschiedener Art umgeben war, die alle bereit waren, alles für ihn zu tun. Warum sollte er sich für das Mädchen aus der Provinz, Helia, entscheiden? Ja, sie war definitiv ein Mädchen aus der Provinz, seitdem Crispo einige Monate mit ihr gelebt hatte. Er konnte nichts Besonderes an ihrem Aussehen erkennen. Schließlich verstand er selbst nicht, was ihn an ihr in erster Linie angezogen hatte. Crispo fühlte sich unwohl, als er seine Freundin so zwanglos mit Antonio reden sah. Er musste geduldig auf den richtigen Moment warten, und Helia plauderte so mühelos und natürlich mit Antonio, als ob sie nicht wüsste, wer er war. Oder vielleicht wusste sie es wirklich nicht. Noch einige Stunden vergingen und Crispo entschied, dass es Zeit war, mit seinem Idol zu sprechen. Er ging auf Antonios Tisch zu. In genau diesem Moment eilte Helia herbei, um Antonios Tisch zu bedienen, und in ihrer Ungeschicklichkeit wäre sie fast mit Crispo zusammengestoßen, aber sie schaffte es, die Biergläser ohne einen Tropfen zu verschütten. Helias schnelle Reaktion rettete die Situation, aber Crispo konnte sich nicht zurückhalten und machte eine gereizte Bemerkung. Du bist so tollpatschig wie ein Elefant, die Worte rutschten automatisch aus seinem Mund. Das waren dieselben Worte, die seine Mutter normalerweise benutzte, um Crispo zu schelten, wenn er etwas fallen ließ oder verschüttete. Helia fühlte sich peinlich berührt und sie schätzte es nicht, dass Crispo die Aufmerksamkeit aller auf ihren Fehler lenkte. Hätte er diesen abfälligen Kommentar nicht gemacht, hätte es niemand bemerkt. Warum sagst du das? Antonio lächelte Helia beruhigend an. Warum nennst du sie einen Elefanten? Sie ist eine sehr liebenswerte und zarte Dame. Crispo starrte Helia an und nach Antonios Worten begann sie ihn noch mehr zu irritieren. Als sie das spürte, zog sie sich zurück. Der Rest des Abends verlief wunderbar für Crispo, da er seine Zeit in der Gesellschaft von Antonio und seinen Freunden genoss.
Ihren Geschichten von ihrer wilden Jugend und den Konzerten in der Hauptstadt zuzuhören, war faszinierend. Sie hatten in ihrer Zeit allerlei Abenteuer erlebt, genug Material für einen Film. Crispo liebte es, sich für einen Abend lang Teil dieser Gruppe zu fühlen, auch wenn es nur für einen Abend war. Diese Leute lebten hell, laut und lachten von Herzen. Helias Schicht endete und sie näherte sich Crispo und lud ihn ein, wie sie es normalerweise taten, gemeinsam nach Hause zu gehen. Aber dieses Mal winkte er sie ab, er hatte jetzt keine Lust auf sie. »Ist sie deine Freundin?«, fragte Antonio. »Nein, sie ist nur eine Fan«, antwortete Crispo, ohne sich um Helias Gefühle zu kümmern. Sie stand direkt dort und hörte alles mit, aber ihm war es in diesem Moment egal. Das Letzte, was er wollte, war, dass Antonio herausfand, dass er eine ernsthafte Beziehung mit der einfachen Kellnerin hatte. »Du hast Glück, ich wünschte, ich hätte Fans wie sie«, sagte Antonio und zwinkerte Helia zu. Sie lächelte traurig und ging in den Personalraum, um sich umzuziehen. Sie war müde und wollte einfach so schnell wie möglich nach Hause. Crispo kam in der Wohnung an, in der er seit einigen Monaten mit Helia lebte. Er dachte, Helia würde eine Szene machen oder zumindest eine Erklärung verlangen. Schließlich hat er sie sehr schlecht behandelt, sie als Elefant bezeichnet und sie vor anderen nicht als seine Freundin bezeichnet. Aber Helia tat, als ob nichts passiert wäre. Sie sagte kein Wort zu Crispo und schaute ihn später, nachdem er sich ausgeruht hatte, mit derselben Liebe und Zärtlichkeit an wie zuvor und kümmerte sich um ihn. Helias Bewunderung und Aufmerksamkeit, die zuvor als Glücksgeschenk angesehen worden waren, ärgerten Crispo nun. Was einst ihre Stärken waren, hatte sich in ihre Schwächen verwandelt. Ihre Fürsorge war zu Anhänglichkeit geworden, ihre natürliche Schönheit zu rustikaler Einfachheit und ihre Bescheidenheit zu Hemmung. Dennoch eilte Crispo nicht, sich von Helia zu trennen. Sie war bequem für ihn. Sie bot ihm einen Ort zum Leben, kochte köstliche Mahlzeiten und bügelte sogar seine Hemden, alles, ohne seine Bewegungen zu kontrollieren, wie es seine Familie tat. Sie verlangte keine Berichte und schränkte ihn nicht ein, im Gegensatz zu seinen Verwandten. Mit ihr zu leben fühlte sich viel freier an als in seinem eigenen Zuhause mit seiner Großmutter, seinem Großvater und seiner Mutter. Trotzdem träumte Crispo von mehr. Er sah sich selbst als erfolgreichen, vollendeten Mann an der Seite einer atemberaubend schönen Frau mit modelhafter Erscheinung, nicht Helia vom Lande. Crispo freute sich darauf, sein Universitätsstudium zu beenden, um endlich in die Hauptstadt zu ziehen und dort ein neues Leben zu beginnen. Er sah Helia nicht in seiner Zukunft, sie war nur ein Zwischenstopp, nichts weiter. Doch eine bizarre Fügung des Schicksals sollte Crispos Pläne fast zerstören. »Wir müssen ernsthaft reden«, begrüßte Helia Crispo eines Tages, als er von der Universität zurückkehrte. Er hatte gerade 5 aufeinanderfolgende Unterrichtsstunden hinter sich gebracht. Daher hatte er weder die Energie noch die Lust, sich mit ihr zu unterhalten. Doch sie zeigte eine ungewöhnliche Hartnäckigkeit. »Okay«, seufzte Crispo, als er merkte, dass er keinen Ausweg hatte. »Ich erwarte ein Kind«, senkte Helia den Blick und schien sich sehr zu schämen. Crispo fühlte sich wie von einem Eimer kaltem Wasser übergossen. »Was meinst du damit?« »Ich verstehe nicht.« »Was verstehst du nicht?« »Es ist einfach, ich bin schwanger.« »Ist das sicher?«, fragte Crispo hoffnungsvoll. »Es könnte nicht sicherer sein.« »Was für eine Wendung!« »Was ist mit der Hauptstadt?« »Was ist mit Crispos Plänen und Träumen?« »Waren sie jetzt alle vorbei?« Crispo versuchte, Helia von einer Abtreibung zu überzeugen, argumentierte, dass sie zu jung seien, um Eltern zu werden. Ein Kind brauchte erwachsene Eltern, und sie waren immer noch praktisch selbst Kinder. »Ich bin nicht bereit«, gab er ehrlich zu. »Ich meine, was für ein Vater würde ich sein? Ich habe noch nicht einmal die Universität abgeschlossen.« »Ich verstehe das«, seufzte Helia schwer. »Du musst dir keine Sorgen machen, ich werde das Kind alleine aufziehen.« Sie sah so elend und verloren aus, und wie konnte sie das alleine schaffen? Crispo verstand sehr gut, dass Helia es nicht schaffen würde, genauso wie er wusste, dass er sie und ihr Kind nicht im Stich lassen konnte. Schon in jungen Jahren hatte Crispo abfällige Bemerkungen über seinen Vater gehört.
Dieser Mann hatte keine Ahnung von der Existenz seines Sohnes, wurde aber trotzdem als Schurke angesehen, weil er nicht an seiner Erziehung teilnahm. Sein Großvater, seine Mutter und seine Großmutter hatten gemeinsam eine einfache Regel in Crispos Kopf eingepflanzt: Du darfst deine Kinder unter keinen Umständen verlassen. Jeder, der das tut, verdient keinen Respekt, keine Liebe und kein glückliches Leben. Es ist die schwerwiegendste Sünde, die ein Mensch begehen kann. Und jetzt befand sich Crispo fast in derselben Situation wie sein Vater damals. Ein Mädchen, mit dem er einfach Spaß hatte, war schwanger und sie hatten keine ernsthafte Beziehung geplant. Aber im Gegensatz zu seinem Vater konnte Crispo nicht über das weite Land verschwinden, er konnte den Konsequenzen nicht entkommen. Nein, natürlich würde Helia ihn nicht nachstellen, sie versuchte nicht, ihn zu täuschen, als sie sagte, sie würde das Kind alleine aufziehen. Aber Crispos Gewissen ließ ihn nicht aus dieser Situation herauskommen. Nun ja, dann müssen wir wohl mit den Hochzeitsvorbereitungen beginnen, seufzte Crispo und zwang sich zu lächeln. Was sollte er sonst tun? Er musste sich an die neuen Umstände anpassen. Immerhin war Helia nicht allein schuld an dieser Situation, Crispo selbst hatte seinen Teil dazu beigetragen. Auch wenn Helia nicht gerade seine Idealvorstellung von einer Partnerin war, konnte er mit ihr leben. Sie war einfallsreich, ruhig und fürsorglich, und sie würde wahrscheinlich eine gute Mutter sein. Was die Hauptstadt betraf, sie würde immer noch da sein, warten. Sie würde nicht verschwinden und Crispo war entschlossen, seine Ziele zu erreichen. Also was, wenn ein Kind unterwegs war? Das Wichtigste war, dass das Kind in der Ehe geboren wurde und die Anstandsregeln eingehalten wurden. Später könnten sie sich scheiden lassen und er könnte seine ursprünglichen Pläne verfolgen. Natürlich müsste er 18 Jahre lang Unterhalt zahlen, aber das wäre kein Problem. Crispo würde ein so gutes Einkommen haben, dass diese obligatorischen Abzüge ihn nicht beeinträchtigen würden. Helia umarmte Crispo und kuschelte sich an ihn. Ich wusste, ich konnte mich auf dich verlassen. Ich wusste, du bist zuverlässig. Früher hätte ihn ein solches Geständnis begeistert und mit Energie und Freude erfüllt. Aber jetzt schien Helia wie ein Hindernis, ein Mühlstein um seinen Hals, ein Problem. Deshalb schwieg er. Crispo stellte Helia seinen Verwandten vor. Die Hochzeit stand kurz bevor. Sie gewann sofort ihre Herzen, besonders die seiner Großmutter, die unermüdlich seine Braut lobte und wiederholte, wie unglaublich glücklich Crispo sei, ein Mädchen wie sie getroffen zu haben. Die Hochzeitsvorbereitungen begannen und Helia sah so glücklich und enthusiastisch aus. Ihre fröhliche Art ärgerte Crispo und Gespräche über das bevorstehende Fest trieben ihn in den Wahnsinn. Alle um ihn herum freuten sich, aber er fühlte sich wie ein gefangenes Tier. All seine Pläne waren wegen ihr und wegen Helia zerbrochen. Er hatte fast sein Studium abgeschlossen und hatte einen Abschluss. Er hatte seine Abschlussprüfungen bestanden und jetzt war die perfekte Zeit, um in den Zug zu steigen und in ein neues Leben aufzubrechen. Aber dann das, eine Hochzeit, eine strahlende Helia und ein Kind. Helia arbeitete weiterhin in der Bar, aber Crispo beschloss, nach dem anstrengenden Endspurt, zuerst die Prüfungen, dann der Abschluss, eine Pause einzulegen. Er dachte, er hätte Zeit, etwas Geld zu verdienen, bevor Helia in Mutterschaftsurlaub gehen würde und er, Crispo, die Familie unterstützen müsste. Mehr als sonst ging Crispo in die Rockbar, um mit Freunden abzuhängen und ein oder zwei Drinks zu genießen. Er beobachtete neidisch die jungen und nicht mehr so jungen Musiker auf der Bühne. Einige von ihnen würden in dieser vergessenen kleinen Stadt bleiben, während andere eine glänzende Zukunft vor sich hatten, wie Antonio. Beim Beobachten dieser Menschen begann Crispo zu erkennen, dass er sein Leben nicht so gelebt hatte, wie er sollte. Ein Mensch wird nur einmal geboren und lebt nur einmal, und es gibt keine Zeit für Dinge oder Menschen, die man nicht liebt. Aber Pflichten hielten Crispo gefangen, als wäre er in einer Falle. Er sehnte sich nach einer Veränderung in seinem Leben und seinen Aussichten. Seine Freunde hatten keine Ahnung von seinen wahren Gefühlen, sie dachten, er sei nur ein wenig nervös wegen der Hochzeit und der bevorstehenden Elternschaft, das sei doch normal, oder? Crispo versuchte nicht, sie eines Besseren zu belehren, litt alleine und hoffte verzweifelt, dass er das alles wiedergutmachen könne, nicht jetzt, sondern später, in ein paar Jahren. Seine Pläne waren nicht abgesagt, nur verschoben, solange dieser Sumpf ihn nicht ganz gefangen nahm.
An einem dieser Abende in der Bar, als Helia zu Hause blieb, genoss Crispo sogar eine gewisse Freiheit und traf Juana, groß, atemberaubend schön, mit langen Haaren, die in Wellen bis zur Taille fielen, engen Jeans, die ihren flachen Bauch betonten, und einem enthüllenden Oberteil. Sie war in Begleitung ihrer Freunde, sie waren auch attraktive Mädchen, aber all ihre Vorzüge verblassten im Vergleich zu Juanas Schönheit. Crispo konnte seinen Blick von ihr nicht abwenden, seitdem sie den Raum betreten hatte, und er war nicht der Einzige. Seine Freunde waren bereits gegangen, aber Crispo blieb an seinem Tisch sitzen, nippte an seinem Bier und beobachtete. Er mochte alles an ihr, ihr Lächeln, ihr lautes, ansteckendes Lachen, ihre Gesten. Juana war offensichtlich die Anführerin unter ihren Freunden und im Leben allgemein, schien es. Ein paar Mal fing sie Crispos Blick auf, und dann geschah ein kleines Wunder, sie lud ihn an ihren Tisch ein. Die meisten ihrer Freunde waren zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden, nur zwei stille Mädchen, die Juana und Crispos Gespräch nicht störten. Während ihres Gesprächs wurde deutlich, dass die jungen Leute viel gemeinsam hatten. Juana war ein paar Jahre jünger als Crispo und war ebenfalls ohne Vater aufgewachsen. Ihre Großmutter und ihre Mutter bestanden darauf, dass sie sich nach dem Abitur an der örtlichen Universität für Jura einschreibt, aber alles, von dem sie je geträumt hatte, war Schauspielerin zu werden. Sie fühlte sich zur Bühne, zur kreativen Umgebung und zum Stadtleben hingezogen. »Du wirst wirklich eine ausgezeichnete Schauspielerin werden«, versicherte Crispo seinem neuen Bekannten aufrichtig. »Mit deiner Schönheit werden Regisseure sich um dich streiten.« »Danke«, antwortete Juana unbeeindruckt mit einem Lächeln. »Ich dachte dasselbe, aber in dem Alter war ich nicht bereit, mich mit meiner Mutter und meiner Großmutter zu streiten, nicht so wie ich es jetzt bin.« Juana folgte zunächst den Wünschen ihrer älteren Verwandten, aber als sie älter und stärker wurde, erklärte sie, dass sie erwachsen sei und sich niemand von ihnen manipulieren oder ihr Lebensentscheidungen diktieren lassen würde. »Kurz gesagt, ich habe heute meine Unterlagen von der Universität abgeholt und ich werde nicht dorthin zurückkehren. In ein paar Tagen nehme ich den Zug und verlasse die Hauptstadt endgültig. Selbst wenn ich keine Schauspielerin werde, komme ich nicht mehr hierher zurück«, erklärte Juana. Crispo bewunderte ihre Entschlossenheit, im Gegensatz zu ihm hatte sie ihren Traum trotz äußerem Druck nicht aufgegeben. Sie hatte keine Angst, ihre Universität hinter sich zu lassen und ins Unbekannte vorzudringen. In diesem Punkt war sie wie Antonio. Und mit ihrem Aussehen, ihrem Charakter und ihrer Entschlossenheit würde Juana zweifellos Erfolg haben. Plötzlich überraschte Juana Crispo, indem sie sich vorbeugte und ihn küsste. Sein Kopf wirbelte vor der Unerwartetheit des Ganzen. Könnte es wahr sein, dass ein so erstaunliches Mädchen an ihm interessiert war? »Du bist erstaunlich«, sagte Crispo zu Juana, nachdem sie sich etwas zurückgelehnt hatte. Ihre riesigen dunklen Augen glichen zwei tiefen Wirbeln, es war so einfach, sich in ihnen zu verlieren. »Vielleicht möchtest du etwas Gesellschaft, wie wäre es, wenn wir zusammen in die Hauptstadt gehen? Es scheint, du fühlst dich auch in dieser Stadt eingeengt. Es wäre für uns beide einfacher, wenn wir zusammen wären.« Crispo starrte seine wunderschöne Begleiterin erstaunt an. Sie hatte ihn so gut verstanden und alles so schnell erfasst. »Ja, natürlich«, nickte er. »Ich bin bei dir.« In dem Moment, als Crispo das sagte, glaubte er aufrichtig, dass er sich später um die Probleme mit Helia und der Hochzeit kümmern würde, dass er sich etwas einfallen lassen würde. Er konnte ein solch erstaunliches Mädchen unmöglich ablehnen. Vielleicht würde er nie wieder jemanden wie Juana treffen, und davon war er fast überzeugt, denn es gab sicherlich nicht viele wie sie. An diesem Abend verließ Crispo die Rockbar mit Juana. Sie saß am Steuer ihres eigenen alten ausländischen Autos, ein Geschenk ihres Großvaters für die Einschreibung an der Jurafakultät. Juana fuhr unglaublich gut und Crispo war von ihren selbstbewussten Bewegungen und ihrem anmutigen Profil verzaubert. Sie landeten auf einem abgelegenen Feld, einem verlassenen, leeren Ort. Juana schaltete den Motor aus, wandte sich Crispo zu und lächelte. Wie konnte er widerstehen? Sie begrüßten die Morgendämmerung, indem sie sich in den ausgeklappten Sitzen in den Armen hielten. In diesem Moment hatte Crispo keinen Zweifel, er würde sich von Helia trennen. Er würde sein Kind natürlich nicht ablehnen, aber es würde definitiv keine Hochzeit geben. Allerdings war es nicht so einfach, Helia die Wahrheit zu sagen.
aber Crispo wollte sie auch nicht täuschen. Er tat nichts Falsches. Er hatte jemand anderen getroffen und sich verliebt, das passiert im Leben, er gehörte nicht Helia. Er war ein freier Mensch, der sein Leben so leben konnte, wie er wollte. Aber Helia schaute Crispo mit solchen Augen an, sie waren voller Hoffnung, Verehrung, Liebe und Zärtlichkeit. Es war schwer, die Wahrheit zu sagen, wenn man diesen treuen Augen gegenüberstand. Crispo fühlte sich wie der schlechteste Mensch der Welt, als er schließlich die Nachricht seiner ehemaligen Verlobten mitteilte. Helia krümmte sich, als ob Crispos Worte ihr physischen Schmerz verursachten, Tränen stiegen ihr in die Augen. Du überstürzt das, du kennst diese Juana nicht einmal. Sie ist ein schönes Mädchen, du bist jung. Ich verstehe das, es könnte eine vorübergehende Affäre sein, aber warum treffe man überstürzte Entscheidungen? Wenn du so sehr in die Hauptstadt willst, lass uns gemeinsam gehen. Es hält mich hier nichts, flehte Helia. Crispo fühlte, wie die Wut in ihm hochstieg. Konnte dieses Mädchen denn überhaupt nichts verstehen? Er wollte in die Hauptstadt gehen, um ein neues Leben zu beginnen, das, von dem er schon so lange geträumt hatte. Vielleicht würde er es als Rockmusiker schaffen. Falls nicht, könnte er immer noch in seinem kürzlich erworbenen Beruf arbeiten. Die Hauptstadt war eine Stadt voller Möglichkeiten, er würde nichts verlieren. Und er brauchte sicherlich nicht die Belastung einer nervigen Helia und eines Babys. Helia weinte, flehte und entschuldigte sich. Crispo konnte immer noch nicht herausfinden, wofür. Er wurde immer wütender und begann sie zu beleidigen, um sie so sehr wie möglich zu verletzen. Er wusste, dass er sie grausam behandelte, aber diese harten Worte waren seine Art, sich von einer lästigen Freundin zu trennen und sie von sich zu stoßen. Sie nervte ihn und ging ihm wirklich auf die Nerven. Crispo erinnerte sich an alles über Helia, ihre ländliche Herkunft, ihre nicht immer korrekten Worte, ihre beschränkte Sichtweise. Er beschuldigte seine frühere Verlobte, keine Ambitionen zu haben, und nannte sie eine dumme Gans, eine Belastung und einen Anker. Und Helia nickte nur auf all diese Beleidigungen hin, stimmte zu und versprach, sich zu ändern. Eine andere Person an ihrer Stelle hätte sich vielleicht geärgert und ihren untreuen Verlobten ihrerseits beschimpft, aber nicht sie. Sie klammerte sich mit aller Kraft an Crispo und war bereit, ihm alles zu vergeben. Es war eigentlich ein wenig schmeichelhaft, bei Helia fühlte sich Crispo wie ein kostbarer Besitz, fast wie eine Gottheit, und er mochte, wie sehr sie für ihn kämpfte. Crispo wusste, dass er das Mädchen erniedrigte, aber er konnte sich nicht stoppen. Er nahm Rache an Helia für die Schwierigkeiten, die sie ihm bereitet hatte, und er setzte sich durch. Am Ende stürmte Crispo aus Helias Wohnung und knallte die Tür zu. In diesem Moment fühlte er sich leicht und frei. Natürlich würde das Kind nicht verschwinden. Und er müsste Unterhaltszahlungen leisten und vielleicht sogar Kontakt zum Baby haben. Crispo wollte nicht in den Augen seines Sohnes oder seiner Tochter als dieselbe mythologische Figur erscheinen wie sein eigener Vater. Sicherlich würde er das Kind nicht im Stich lassen, er würde ab und zu in ihrem Leben präsent sein und sie natürlich versorgen. Eines Tages würde dieses kleine Wesen alles verstehen und stolz auf seinen erfolgreichen, entschlossenen Vater sein. Crispo beschloss, seinen Verwandten nichts zu erklären, die Dinge würden wahrscheinlich nicht so reibungslos laufen wie bei Helia. Er würde sie später anrufen und alles erklären, wenn er bereits vor Ort war. Er würde auch einen Zettel hinterlassen und sie nebenbei bitten, auf Helia und das Baby aufzupassen. Wie sehr er sich auch bemühte, Crispo konnte das Kind nicht aus seinen Gedanken vertreiben, er fühlte bereits eine Verantwortung für dieses kleine Leben. Am Tag vor seiner Abreise blieb Crispo bei seinem Freund und dann, am Bahnhof, begann Juana mit leuchtenden Augen ein neues Leben, nur mit einem Rucksack auf den Schultern. Crispo holte all seine Ersparnisse ab, sein Großvater hatte jedes Jahr eine beträchtliche Summe für ihn beiseite gelegt und es als Startkapital bezeichnet, das jedermann brauchte. Jetzt kam das Geld gerade recht, Crispo nutzte es, um sich eine Wohnung für sich und Juana zu mieten. Sie lebten eine Weile davon, bis sie Arbeit fanden. Sein Großvater, seine Großmutter und seine Mutter versuchten immer wieder, Crispo anzurufen. Wahrscheinlich wollten sie ihren Ärger über seine Handlungen zum Ausdruck bringen und hofften, ihn zu beeinflussen und vielleicht sogar dazu zu überreden, nach Hause zurückzukehren. Aber Crispo ignorierte diese Anrufe. Er hatte ihnen alles in einem Brief erklärt und er hatte keine Lust,
mit seinen Verwandten zu sprechen, solange sie noch aufgebracht waren. Er glaubte, dass mit der Zeit die Emotionen nachlassen würden, alles sich beruhigen würde, Crispo Arbeit finden würde, sich in der Hauptstadt etablieren würde und dann könnten sie ein Gespräch führen. Aber im Moment war es nicht die richtige Zeit. Juana glaubte, dass Crispo das Richtige tat. Ältere Verwandte ziehen uns oft, ohne es zu merken, nach unten. Sie versuchen, uns in ihren eigenen Rahmen zu zwängen, wollen, dass ihre Kinder nach ihren Regeln leben, aber wir gehören ihnen nicht und sind nicht verpflichtet, unser Leben nach ihren Wünschen zu gestalten. Wir sind eigenständige Individuen, Erwachsene, sagte sie nachdenklich, als Crispo erneut einen Anruf von seiner Mutter abwies. Crispo stimmte jedem Wort zu, das Juana sagte. Doch ihre Zeit zusammen dauerte nicht lange. Die junge Schönheit fand schnell einen wohlhabenden Förderer in der Hauptstadt und verließ Crispo ohne viel Zögern. Crispo fühlte sich verlassen, gedemütigt und verloren, und er erlebte fast körperliche Schmerzen durch Juanas Verrat. Er hatte gedacht, endlich eine Art Verwandte getroffen zu haben, Juana verstand ihn wie niemand sonst, und er stimmte allem zu, was sie sagte. Solche Verbindungen waren selten, und es schien, als könnten die beiden gemeinsam alles überwinden und die Hauptstadt gemeinsam erobern, aber dann geschah das. Doch Crispo konnte nicht lange in seinen Gefühlen verharren. Er musste sich an seinem neuen Ort einleben und einen lukrativeren Job finden. Die Rückkehr nach Hause kam nicht in Frage. Nach mehr als einem Monat erfolgloser Jobsuche hatte Crispo endlich Glück. Er wurde als Juniorökonom bei einem nicht sehr erfolgreichen, aber definitiv zuverlässigen Unternehmen eingestellt. Crispo glaubte, dass es erst der Anfang war, der Beginn seines Weges zu einem erfolgreichen, wohlhabenden Leben. Doch über 10 Jahre waren vergangen und er befand sich immer noch an derselben Stelle. Crispo arbeitete weiterhin in einer wenig prestigeträchtigen Position, mit wenig beruflichem Aufstieg und keinen klaren Perspektiven. Dann, nachdem er einen guten Job gefunden hatte, rief Crispo endlich seine Mutter an. Er war auf ein ernstes Gespräch vorbereitet. Seine Mutter würde schreien und ihn beschuldigen, vielleicht sogar verlangen, dass er zurückkehrt, aber sie überraschte Crispo mit dem, was sie sagte. Helia war so verzweifelt wegen deines Verrats, dass sie das Baby verloren hat. Sie landete im Krankenhaus und überlebte nur knapp. Wir haben versucht, dir mitzuteilen, dass Helia auf der Intensivstation war, aber du hast nie geantwortet. Crispo verarbeitete die Nachricht und merkwürdigerweise fühlte er tiefen Schmerz bei dem Gedanken, dass das Kind nicht mehr da war. In der Theorie sollte er glücklich sein, das Problem hatte sich von selbst gelöst, aber er empfand eine Mischung aus Schmerz, Enttäuschung und unbeschreiblichem Sehnen. Crispo hatte es natürlich durchgemacht. Und jetzt war es einfacher, die Seite umzublättern und ein neues Leben zu beginnen. Crispo arbeitete viel und sparte, wo immer es ging. Sein Leben bestand aus Berichten und Pendeln zwischen Büro und Zuhause. Es gab keine Partys, keine aufregenden neuen Bekanntschaften und ganz sicher keine schönen Frauen. Crispo hatte seine Gitarre völlig aufgegeben, sie lag nun verstaubt in einer Ecke, ungenutzt und vergessen. Weder Zeit noch Stimmung hatte er dafür. Ein paar Jahre später gelang es Crispo, eine kleine Hypothek für eine alte, heruntergekommene Wohnung am Stadtrand zu bekommen, aber es war sein eigenes Zuhause. Verwandte halfen bei der Anzahlung, der Rest lag bei ihm. Zu der Zeit war Crispo wirklich aufgeregt und glaubte, dass er einen Neuanfang machte. Doch mit der Zeit änderte sich nichts. Crispo lebte weiterhin in einer winzigen Zweizimmerwohnung am Stadtrand der Hauptstadt, verbrachte viel Zeit mit Pendeln, lebte von Gehalt zu Gehalt und sparte, wo er konnte. Nur in den sozialen Medien inszenierte er sorgfältig das Bild eines erfolgreichen, erfolgreichen Mannes. Es schien in Ordnung zu sein, Crispo wusste, dass Freunde und Verwandte ihn beobachteten und dachten, dass es seinem Heimatjungen gut ging. Das persönliche Leben von Crispo entwickelte sich nicht weiter. Er hatte gelegentliche Affären, aber alle diese Frauen waren ohne Ausnahme nur vorübergehend da. Wie Juana brauchten sie einen vorübergehenden Aufenthaltsort, und Crispos Wohnung diente als Transitpunkt. Er verstand das und erinnerte sich nun mit Nostalgie an Helia, ihre Fürsorge, Zärtlichkeit, Liebe, Sensibilität und Respekt. Mit ihr fühlte sich Crispo wie ein König, sie gab ihm Flügel, während andere ihn nur ausnutzten. Crispo verstand das und stimmte zu, aber er hatte keine andere Wahl.
Dann eines Tages erhielt Crispo einen Anruf von einem alten Freund, Eusebio. Sie waren enge Freunde seit ihren Schulzeiten und hatten sich seit Crispos Abreise nicht mehr viel gesehen. Das Leben hatte sie in verschiedene Richtungen geführt, aber sie teilten immer noch viele Erinnerungen, eine gemeinsame Kindheit und Jugend, und das verschwand nicht einfach. Jetzt stellte sich heraus, dass Eusebio endlich sesshaft wurde, er würde bald heiraten und lud seinen Jugendfreund, der jetzt in der Hauptstadt lebte, zur Feier ein. Also wirst du in deinem vollen Terminkalender Zeit für einen alten Freund finden. Wir haben uns seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen, und jetzt gibt es einen so guten Grund, sagte Eusebio halb scherzhaft und überzeugte Crispo erneut davon, dass man in seiner Heimatstadt ihn für einen gut etablierten und glücklichen Mann hielt. Crispo hatte seine Heimatstadt in all den Jahren nicht besucht. Seine Mutter, Großmutter und Großvater waren mehrmals zu Besuch gekommen, aber aus irgendeinem Grund hatte er keine Lust, zurückzukehren. Doch plötzlich fühlte Crispo, dass er bereit war, seine Heimatstadt wiederzusehen, alte Freunde zu treffen und als erfolgreicher Gast aus der Hauptstadt wahrgenommen zu werden, als jemand, der eine Karriere aufgebaut und der Bedeutungslosigkeit entkommen war. Das war so großartig. Natürlich, ich werde da sein, Eusebio. Crispo kam spät am Abend in seiner Heimatstadt an und entschied sich, kein Taxi zu nehmen, sondern zu Fuß zu gehen. Hier hatte sich nicht viel verändert, dieselben staubigen, rissigen Gehwege, üppiges Grün überall, vertraute Straßen, Parks und Plätze. Seltsame Gefühle überwältigten ihn, er sehnte sich nach seinem früheren Selbst, dem jungen Mann voller Pläne und Hoffnungen. Es schien, als wäre er anders als die anderen, sie waren gewöhnlich und blieben in dieser Stadt, während er, Crispo, jemand sein würde wie Antonio, jemand, auf den die Einheimischen stolz sein würden. Aber es klappte nicht so. Sicherlich lebte Crispo in der Hauptstadt und arbeitete dort, aber es war nicht ganz das, was er sich einmal erträumt hatte. Die Einheimischen hatten jedoch keine Ahnung. Zumindest für eine Woche würde Crispo sich fühlen können wie die Person, die er in seiner Jugend sein wollte, und das war tröstlich. Seine Familie empfing ihren Sohn und Enkel herzlich, sie hatten sich in letzter Zeit nicht oft gesehen. Seine Großmutter und sein Großvater, die älteren Verwandten, waren ziemlich alt geworden. Doch einmal schienen sie Crispo energiegeladen, stark und allmächtig zu sein. Die Zeit verschont niemanden und seine Mutter war nicht mehr die schöne junge Frau, die sie früher war. Oh, das waren die einzigen Menschen auf der Welt, die sich um Crispo kümmerten. Wenn sie nicht mehr da waren, wollte er nicht einmal an die Tage denken, an denen er völlig, absolut alleine sein würde. Am nächsten Tag traf sich Crispo mit Eusebio und seiner Verlobten. Valeriana stellte sich als eine sehr angenehme und attraktive Frau heraus. Eusebio ließ ihre Hand nicht los, es war offensichtlich, dass er von ganzem Herzen in seine Partnerin verliebt war. Unter Valerianas Bluse war ein ordentliches Babybäuchlein zu sehen. Eusebio würde bald Vater werden, das war eine ziemliche Neuigkeit. Crispo dachte darüber nach, wie er jetzt vielleicht ein Teenagerkind hätte, wenn es nicht. Wer weiß, vielleicht wäre er aus der Hauptstadt zurückgekehrt, als er merkte, dass es dort nicht lief. Vielleicht hätte er Helia einen Antrag gemacht und sie wären alle zusammen als glückliche, große Familie gelebt. Es war schade, dass Crispo in seiner Jugend nicht verstanden hatte, dass das Glück direkt vor ihm lag, für ihn bereit. Er war dem mythischen Kran im Himmel nachgelaufen. Das freundliche Treffen verlief wunderbar. Crispo, Eusebio und ihre alten Freunde wurden von ihren Lebensgefährten begleitet. Sie waren alle ernsthaft und hatten Familien. Einige hatten Bierbäuche bekommen, andere waren bereits kahlköpfig geworden, reife Familienväter, aber immer noch die gleichen Spaßmacher und Scherzkekse. Dann gingen Eusebio und Valeriana nach Hause und Crispo und seine Freunde machten sich auf den Weg zu der fast schon vertrauten Rockbar. Zu Crispos Erleichterung hatte sich hier auch nicht viel verändert. Freunde kamen gelegentlich vorbei und sie waren immer noch Stammgäste, das wärmte sein Herz. Crispo spielte die Rolle eines erfolgreichen Mannes gewissenhaft, spendierte seinen Freunden Bier und versorgte sie mit sorgfältig ausgearbeiteten Informationen über sein Leben. Natürlich log er nicht, aber er präsentierte die Tatsachen so, dass das Bild eines Mannes, der seine jugendlichen Träume verwirklicht hatte, erhalten blieb. Du hast es gut gemacht, Crispo, sagte Sergio und klopfte ihm auf die Schulter. Ich erinnere mich, dass du in unserer Jugend gesagt hast,
dass diese Stadt nichts für dich ist und dass du mehr erreichen würdest. Und das hast du, hast es erreicht. Wir alle beneiden dich irgendwie. Crispo lächelte seinen Freund an und schwieg. Wenn Sergio nur wüsste, was es zu beneiden gab. Und am nächsten Tag war die Hochzeit. Crispo kam pünktlich zum Standesamt, eine Menge gut gekleideter Gäste, erwachsene Verwandte, das Brautpaar und ihre Freunde waren bereits dort. Crispo fühlte sich anfangs von der Fülle der unbekannten Gesichter überwältigt. Dann riefen ihn seine Freunde zu sich, sie waren alle mit ihren Lebensgefährten zur Feier gekommen, familienorientierte, ernsthafte Menschen, alle hatten Kinder, Jobs, Wohnungen und Autos. Als er seine alten Freunde Hand in Hand mit ihren Frauen sah, fühlte Crispo erneut, dass sein eigenes Leben irgendwie ziellos war. Die feierliche Zeremonie, der obligatorische Spaziergang mit dem Fotografen zu den markanten Orten der Stadt. Der Champagner floss wie ein Fluss, die Gäste hatten eine großartige Zeit, lachten und überhäuften das Brautpaar mit Komplimenten. Eusebio und Valeriana sahen wirklich großartig aus, schön, verliebt und glücklich. Dann war es Zeit für das Restaurant. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Crispo entspannt und war mit jedem bekannt geworden, den er nicht kannte. Die Gäste behandelten ihn herzlich und freundlich, erkundigten sich nach der Hauptstadt und sprachen respektvoll über Crispos Karriere. Alles war genauso, wie er es sich vorgestellt hatte. Im Restaurant erwartete die gut gekleidete Menge ein lebhafter und fröhlicher Zeremonienmeister. Auf der Veranda versammelte sich eine neue Gruppe von Gästen, und hier geschah etwas, das Crispo nie erwartet hatte. Unter dieser Gruppe von Neuankömmlingen sah er Helia. Zuerst konnte er seinen Augen nicht glauben und dachte, es sei eine Fata Morgana, aber wie konnte sie überhaupt hier sein? Helia hatte sich in dieser Zeit natürlich verändert, aber nicht so sehr, dass Crispo sie nicht erkennen würde. Die gleichen riesigen türkisfarbenen Augen, langes, leicht gewelltes Haar, schlank, berührend, fast durchscheinend. Nur jetzt strahlte Helias Blick Selbstbewusstsein aus, das ihr Gesicht noch attraktiver machte. Helia trug ein fließendes Kleid von erstaunlichem Smaragdgrün, das ihre Augen perfekt ergänzte. Sie hatte ihr Haar so gesteckt, dass es ihr schönes Gesicht einrahmte und über ihre anmutigen Schultern hinabfiel. Sie sah viel jünger aus als Frauen in ihrem Alter und strahlte Wärme und Energie aus. Crispo konnte es sogar aus der Ferne spüren. »Ist das Helia?« fragte Crispo Sergio, der neben ihm stand. »Was macht sie hier?« »Helia!« »Eusebio hat sie eingeladen«, antwortete sein Freund. Crispo grinste. Sergio half ihm nicht wirklich viel. In diesem Moment bemerkte auch Helia ihn, ihre Blicke trafen sich, und Helia lächelte. Ihr strahlendes Lächeln hatte eine seltsame Wirkung auf Crispo. Einerseits verzauberte es ihn, er hatte vergessen, wie schön Helias Lächeln war, strahlend, warm, ihr Gesicht mit einem besonderen Licht erhellen. Andererseits stieg Wut in ihm auf. Ja, er war wütend auf Helia, aus irgendeinem Grund gab er ihr plötzlich die Schuld an seinem nicht so erfolgreichen Leben. Helia war damals nur ein nerviges, anhängliches Mädchen gewesen, das seine Aufmerksamkeit forderte, aber ihm keinen Raum ließ. Wegen ihr war er überhastet in die Hauptstadt geeilt, als er nicht wirklich darauf vorbereitet war. Sie waren allem schuld und jetzt war Crispo gezwungen, ein elendes Dasein zu führen. Und hier war Helia auf der Hochzeit, sah wunderschön aus, offensichtlich erfolgreich, selbstbewusst und lächelte ihn mit einem Gefühl der Überlegenheit an. Crispo nickte Helia trocken zu und beeilte sich, sich in die Menge zu mischen, aber jetzt war die Feier nicht mehr so angenehm wie zuvor. Crispo beobachtete von seinem Platz aus, wie Helia sich amüsierte und sich mühelos unter die Gäste mischte. Viele kannten sie und sie lachte und tanzte und mehrere Männer luden sie zum Tanzen ein. Es war nicht überraschend, aber seltsam, dass sie alleine zur Hochzeit gekommen war. Sergio sagte, dass Eusebio sie eingeladen hatte. War es wegen ihm, Crispo? Helia genoss offensichtlich ihr Leben jetzt und es schien, als würde alles gut für sie laufen. Ihre Accessoires, scheinbar bescheidene und unauffällige Ohrringe und eine zarte Halskette, waren ein Vermögen wert, ganz zu schweigen von ihren Schuhen mit den unverkennbaren roten Sohlen einer Luxusmarke. Crispo erkannte die charakteristische Sohle. Helia sah überhaupt nicht wie ein Mädchen aus der Kleinstadt aus, sie wirkte bescheiden und dennoch teuer und elegant.
Die örtlichen Mädchen hingegen bevorzugten es, bei Veranstaltungen wie Hochzeiten mit auffälligem Make-up, auffälliger Kleidung und aufwendigen Frisuren zu glänzen. Helia stach aus ihnen heraus und aus irgendeinem Grund ärgerte das Crispo. Es schien ihm, als würde Helia auf alle herabblicken, einschließlich ihm selbst. Er wartete auf den richtigen Moment und schließlich war er da. Helia eilte mit einem Tablett auf eine ältere Dame zu, möglicherweise die Großmutter der Braut. Die Dame schien aufgrund der Hitze nicht wohlauf zu sein und Helia bemerkte es. Sie eilte in die Küche und kehrte mit einem Tablett zurück, das einen Krug mit kaltem Wasser und ein paar Gläser enthielt. Crispo beeilte sich, sich seiner früheren Braut zu nähern, er wollte sie demütigen und der perfekte Satz hatte sich bereits in seinem Kopf gebildet. Hallo. Du kannst deiner Vergangenheit nicht entkommen, oder? Die Kellnerin ist immer noch am Arbeiten. Diese Worte sollten Helia an ihre Vergangenheit erinnern und sie daran erinnern, wer sie wirklich war. Helia hob überraschte Augen zu Crispo und es schien, als ob sie leicht verlegen war. Das war es, all der äußere Glanz war von ihr abgefallen. Helia hatte sich überhaupt nicht verändert und es schien, dass Crispo immer noch einen erheblichen Einfluss auf sie hatte, genauso wie früher. Hallo auch dir, flüsterte Helia leise. Sie stellte das Tablett vor die ältere Dame und trat zurück. Crispo kehrte zufrieden zu seinem Platz zurück und fühlte sich fast glücklich. Er hatte es geschafft, Helia zu verletzen, jetzt sah sie nicht mehr so arrogant und strahlend aus, das war perfekt. Crispo lud ein junges Mädchen zum Tanzen ein, anscheinend die Nichte von Valeriana. Das junge Mädchen hatte den ganzen Abend lang verliebte Blicke auf den einsamen Gast aus der Stadt geworfen. Natürlich war sie dem vermeintlich erfolgreichen Mann verfallen, junge Leute ließen sich heutzutage leicht von solchen Dingen beeindrucken. Crispo beschloss, den Eindruck, den er auf das Mädchen gemacht hatte, zu nutzen und bat sie zum Tanz, worauf sie gerne einwilligte. Er tat es für Helia, sie sollte sehen, wie viel Spaß er hatte und wie beliebt er war, selbst junge Schönheiten warfen sich ihm zu. Es schien, als ob Crispo den gewünschten Effekt erzielt hatte. Helia beobachtete ihn, während er mit der jungen Cousine der Braut tanzte, ihre Augen voller Traurigkeit. Vielleicht war sie eifersüchtig. Vielleicht hatte sie immer noch Gefühle für ihn. Crispo genoss es zu denken, aber das reichte ihm nicht, er wollte andere über Helia lachen lassen. Er verstand nicht einmal, warum. Vielleicht fühlte er sich erfolgreicher und bedeutender, indem er sie demütigte, albern, natürlich, aber so war es. Crispo beobachtete Helia diskret, wartete auf den richtigen Moment und schließlich geschah es. Das Mädchen bemerkte nicht, dass jemand Champagner auf den Boden verschüttet hatte. Sie rutschte aus, winkte unbeholfen mit den Armen und wäre beinahe gefallen. Viele Leute sahen diesen Moment und Helia verlor fast ihr Gleichgewicht. Im letzten Moment schaffte sie es, sich an einer nahegelegenen Säule festzuhalten. Jemand keuchte, jemand lächelte und Crispo bemerkte laut: Na, so tollpatschig wie ein Elefant. Sagst du das schon wieder? Meldete sich plötzlich eine vertraute Stimme. Crispo verlagerte seinen Blick von Helia auf die Person, die hinter ihr aufgetaucht war, und konnte seinen Augen nicht trauen, es war Antonio. Er war erst vor wenigen Minuten im Restaurant angekommen, sonst hätte Crispo sein Idol früher bemerkt. Antonio, ohne den Blick von Crispo abzuwenden, reichte Helia die Hand, half ihr auf die Beine und legte natürlich mit einer vertrauten Geste seinen Arm um ihre Taille. Crispo konnte seinen Augen nicht trauen, aus irgendeinem Grund wirkte Helia traurig. So tollpatschig wie ein Elefant, hast du sie damals im Rockclub genannt, erinnerst du dich? Crispo nickte, obwohl dieser Moment völlig aus seiner Erinnerung verschwunden war. Aber wenn Antonio das sagte, dann war es vielleicht wahr. Alles begann mit diesem Satz von dir, lächelte Antonio Helia an. Also danke, aber sprich nicht mehr so mit ihr, oder du wirst es mit mir zu tun bekommen. Antonio schien, als ob er scherzte, er lächelte, als er es sagte, wirkte jedoch sehr ernst. Überrascht kehrte Crispo zu seinem Platz zurück und die junge Dame, Valerianas Cousine, setzte sich neben ihn und plauderte fröhlich über etwas. Crispo achtete nicht wirklich auf sie, er beobachtete Antonio, der Helias Hand so sanft hielt. Eine Menschenmenge hatte sich um sie versammelt und auch Eusebio war dabei.
Alte Bekannte tauschten Witze aus und diskutierten etwas Amüsantes, aber Crispo konnte sich nicht dazu durchringen, sich ihnen anzuschließen, obwohl er es wollte. Er war zu überwältigt und verwirrt. Was passiert hier? Ich verstehe überhaupt nichts, sagte er schließlich. Das ist Eusebios Freund, Antonio. Eusebio kennt ihn seit seiner Kindheit, er ist sein Idol, antwortete die junge Begleiterin von Crispo. Sie stellte sich als nützlich heraus, sicherlich konnte dieses Mädchen ihm einige Informationen geben. Valerianas Cousine teilte freudig alles mit, was sie wusste. Es stellte sich heraus, dass Antonio, der in der Hauptstadt eine recht erfolgreiche Karriere gemacht hatte, oft seine Heimatstadt besuchte. Hier hatte er Eltern, die ihre kleine Heimatstadt nicht verlassen wollten, und natürlich auch Freunde. Antonio hatte die ganze Zeit über mit Eusebio und seinen Freunden abgehangen, sie trafen sich oft in der Rockbar. Crispo wäre auch Teil dieser Gruppe gewesen, wenn er nicht gegangen wäre. So hatten sich nach und nach fast freundschaftliche Beziehungen zwischen ihnen allen entwickelt. Was Helia betraf, hatte er sie in derselben Rockbar kennengelernt. Ich habe gehört, wie irgendein Kerl sie direkt vor Antonio beleidigt hat, teilte das Mädchen Einzelheiten mit. Und das hat ihn auf sie aufmerksam gemacht. Er mochte sie sofort und schrieb sogar viele Lieder für sie. Meiner Meinung nach sind seine Kompositionen, die für Helia bestimmt sind, die schönsten. Aber Helia schien zu der Zeit in jemand anderen verliebt zu sein, irgendeine Art unglücklicher Liebesgeschichte passierte ihr. Seltsam, wer kann Antonio widerstehen? Und sie hoffte auf etwas, wartete auf ihren ehemaligen Freund. Er behandelte sie anscheinend nicht sehr gut, er hat sie kurz vor der Hochzeit verlassen, glaube ich. Damals war sie in einem schrecklichen Zustand, Valeriana sagte, sie sei sogar ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ich weiß nicht, was dort mit ihr passiert ist. Aber Crispo wusste es. Er wusste, warum Helia im Krankenhaus gelandet war. Sie hatte ihr Kind aufgrund des intensiven emotionalen Stresses verloren, den sie erlebt hatte. Eusebio und Valeriana haben es mir später erzählt. Helia kehrte nicht mehr in die Rockbar zurück, sie zog zu Verwandten in das Dorf und Antonio fand sie durch einige Bekannte. Er bekam ihre Adresse und fuhr selbst dorthin. Es ist eine erstaunliche Geschichte, ich hätte nie geglaubt, dass so etwas passieren könnte. Wie kann man nach so einer Geschichte jemals aufhören, an Märchen zu glauben? Fragte sie. Ja, das ist wirklich eine einzigartige Geschichte, stimmte Crispo zu. Crispo stellte sich alles lebhaft vor, als ob er einen Film sah. Antonio besuchte die Rockbar jeden Abend in der Hoffnung, die Kellnerin zu treffen, die ihn fasziniert hatte. Natürlich erfuhr er alles, was er über Helia von gemeinsamen Bekannten erfahren konnte. Eusebio, Sergio und Bajo, sie alle wussten natürlich, dass Crispo Helia kurz vor der Hochzeit verlassen und in die Hauptstadt geflohen war. Die Jungs verurteilten ihn nicht, sie verstanden ihren Freund, besonders weil er nicht vorhatte, ihr gemeinsames Kind aufzugeben, und sie unterstützten ihn sogar und stimmten seiner Entscheidung zu. Nun ja, jeder kann aus der Liebe fallen, aber Träume sollten wahr werden, bemerkte Bajo philosophisch, als er erfuhr, dass Crispo geht. Antonio rettete Helia vor der Verzweiflung und holte sie aus ihrer tiefen Verzweiflung heraus. Zuerst kam Antonio jeden Tag in ihr Dorf, wirklich jeden Tag, fuhr die charmante junge Dame fort, die Crispo begleitete. Aber seltsamerweise wollte sie nicht bei ihm sein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das möglich ist. Er ist so eine großartige Person und sie muss diesen Kerl wirklich geliebt haben, der sie am Vorabend ihrer Hochzeit verlassen hat. Aber Antonio besuchte sie weiterhin, das ist so romantisch. Nun ja, schließlich hat Helia sich aufgelöst und sie sind seitdem zusammen. Haben sie geheiratet? Fragte Crispo. Er hatte in der Presse von Antonios Hochzeit gehört, aber es gab keine Fotos von der Veranstaltung im Internet. Außerdem bevorzugte Antonio, sein Privatleben nicht öffentlich zu machen. Crispo hätte nicht erraten können, dass Antonio Helia geheiratet hatte. Dieselbe Helia, vor vielen Jahren, vor der er geflohen war und offensichtlich immer noch Gefühle für sie hatte, sonst woher kam dieser seltsame Wunsch, sie vor allen zu demütigen? Ja, sie haben geheiratet. Übrigens fand die Hochzeit hier statt, aber keiner von ihnen wollte viel Aufhebens darum machen. Alles verlief ruhig und bescheiden und dann flogen sie in die Hauptstadt und leben jetzt dort.
Sie kamen hierher, um Antonius Eltern für ein paar Tage zu besuchen. Eusebio erfuhr davon und lud sie zur Hochzeit ein. Ist das nicht großartig? Helia kam zuerst an, Antonio hatte einige dringende Angelegenheiten, aber jetzt ist er auch hier. Sie bilden ein wunderbares Paar, findest du nicht? Crispo sah sich Antonio und Helia an, sie saßen am anderen Ende des Tisches, umgeben von Gästen. Antonio umarmte sanft die Schultern seiner Frau und sie legte ihre Hand auf sein Knie. Es war idyllisch. Sie sahen wirklich harmonisch zusammen aus und Crispo wurde plötzlich klar, dass er Helia umarmen, in ihre Augen schauen und ihr Lächeln sehen wollte. Er würde nie wieder jemanden treffen, der ihn so aufrichtig liebte. Crispo hatte es oft versucht, aber vergebens. Er hatte sein eigenes Glück vor vielen Jahren mit eigenen Händen zerstört und jetzt war seine Realität so, für ein paar Pfennige schuften, alleine leben, ohne Freunde oder einen geliebten Menschen an seiner Seite und ohne Kinder. Die Person, die einmal sein Idol gewesen war und die Crispo immer noch aufrichtig bewunderte, Antonio, hielt ihn für einen Schurken und das völlig zu Recht übrigens. Sie haben Kinder, fügte die Begleiterin von Crispo hinzu und schien seine Gedanken zu lesen und vervollständigte das Bild von Helias glücklichem Leben in der Gegenwart. Sie hatte keine Ahnung, dass Crispo der herzlose Bräutigam war, der seine Braut kurz vor der Hochzeit verlassen hatte, sonst wäre sie wahrscheinlich nicht so freundlich zu ihm gewesen. Ein Junge und ein Mädchen, Zwillinge. Ich habe sie sogar gesehen, sie sind so süß wie Babys in Werbeanzeigen. Crispo fühlte sich wie ein Niemand. Zuerst wollte er seine alten Bekannten beeindrucken und hier als erfolgreicher Gast aus der Stadt auftauchen, der viel mehr erreicht hatte als seine Freunde aus seiner Heimatstadt. Zumindest für diese paar Tage wollte er sich wichtiger fühlen, als er tatsächlich war. Und was Helia betraf, schien sein Wunsch, sie zu demütigen, lächerlich und lächerlich. Ihr Leben war so gut, dass seine Versuche, ihre Stimmung zu verderben, milde ausgedrückt, albern aussahen. Crispo konnte hier nicht länger bleiben, er fühlte sich von der Atmosphäre erstickt und der Anblick seiner glücklichen alten Bekannten machte ihn krank. Das Letzte, was er brauchte, war, sich vor allem irrational zu verhalten. Crispo stand kurz davor, einen Teller auf den Boden zu werfen, eine Wand zu schlagen oder noch schlimmer, in Tränen auszubrechen. Er war von einer Emotionswelle überwältigt. Crispo erkannte, dass er leise und schnell gehen musste, ohne sich von jemandem zu verabschieden. Schließlich war Antonio hier, niemand würde Crispos Verschwinden bemerken. Er stand auf und ging zum Ausgang, er musste sich beeilen. Es war besser, weit weg von hier zu sein, egal wo. Diese Frage war nicht von höchster Bedeutung. Und jetzt irrte Crispo durch die Straßen der Stadt in der Nacht, niedergeschlagen und verwirrt. Er fühlte sich wie ein absoluter Niemand und bedauerte, zur Hochzeit von Eusebio gekommen zu sein. Es wäre besser gewesen, wenn diese Situation nie passiert wäre. Crispo, warte, ich kann nicht mit dir mithalten, eine flehende Stimme kam von hinten. Crispo drehte sich um und das junge Mädchen, Valerianas Cousine, deren Namen er sich nicht einmal gemerkt hatte, kam eilig auf ihn zu. Was machst du hier? Fragte er überrascht. Du bist so plötzlich gegangen, dass ich dir gefolgt bin. Dein Gesicht sah komisch und sehr traurig aus, schien es. Warum um Himmels Willen bist du mir gefolgt? Wunderte er sich. Nun ja, weil ich nicht von dir lassen wollte, antwortete sie. Crispo sah in ihre klaren, aufrichtigen Augen und war verwirrt. Konnte er so eine abscheuliche und niederträchtige Person tatsächlich diese junge Schönheit ansprechen? Seltsamerweise wärmte ihn, dass Crispo erkannte, dass noch nicht alles verloren war, er war erst 35 Jahre alt, mit einem ganzen Leben vor sich. Die Art von Leben, die er führen würde, hing ganz von ihm ab. Sicherlich hatte er viele Fehler gemacht, aber er war nur ein Mensch. Das Wichtigste war, die richtigen Schlüsse zu ziehen und vorwärts zu gehen, um ein glückliches Leben zu führen. Er musste etwas an sich selbst und seiner Wahrnehmung der Welt ändern. Wenn seine bisherigen Handlungen zu solch einem katastrophalen Ergebnis geführt hatten, bedeutete das nur eins: er musste jetzt anders handeln, das war alles. Das Mädchen sah Crispo mit Hoffnung an und in ihren Augen sah er Bewunderung. Nein, er hatte nicht vor, die junge, schöne und naive Dame auszunutzen, im Moment würde er sie nur zurück zum Restaurant begleiten. Wer wusste schon, was einer jungen Frau nachts auf den Straßen passieren könnte?
Bevor er sich verabschiedete, würde Crispo ihr einige ermutigende und weise Worte anbieten, schließlich war er erwachsen. Dann würde er diese Stadt verlassen. Er hatte eine lange Reise vor sich, um an seinen Fehlern zu arbeiten, aber es würde alles klappen, es würde auf jeden Fall klappen. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, geben Sie bitte einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal.